Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lan, schon wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs und heute ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein kleines Achievement, das wir einmal finden können und erkunden und dann Dracheninseln. Und hier haben wir den Erfolg, ich wusste, ihr schafft es, nur gut. Und für dieses müssen wir Folgendes machen, schließt den Trainingsparcours in der Festung Nukut ab, während ihr als Kämpferin der Nukut verkleidet seid. Und ja. Wo sind wir? Wir befinden uns einmal in quasi der Ebene von Onara und hier oben sind wir jetzt in der Festung Nukut. Wer hätte es gedacht? Hier sind wir auf den Koordinaten 35, 32 und ja, als allererstes müssen wir einen Haufen von den Mobs hier umklopfen. Gerade ist bei mir so ein Elementarsturm, das ist ideal, da werden auch große Mengen an Mobs zusammengezogen und getötet. Und das solltet ihr am besten machen. Ihr müsst es nicht während dem Elementarsturm machen, aber dann sind hier ein Haufen andere Leute, die Mobs auch töten. Und dann ist es wesentlich einfacher. Wenn ihr die Mobs getötet habt, dann ist es so, dass ihr einen Haufen Items lootet. Und zwar gibt es dann Rüstungsteile, die droppen. Das sind dann so Sachen wie Nukut Battlehelm, Tunic und so weiter. Oder im Deutschen halt den Nukut Kampfhelm und so weiter. Das sind Items, die ihr zusammenfügen könnt. Ich habe die jetzt schon einmal gelootet gehabt und zusammengefügt. Das sind 3 Stück. Und sobald ihr die habt, könnt ihr die einmal hier zusammenfügen und kriegt eine Schlachtrüstung der Nukut. Diese Items, die ihr lootet, haben nur einen Timer von einer halben Stunde, also wenn ihr sie lootet, ist es eine halbe Stunde im Inventar und dann verschwinden die. Also heißt, ihr solltet relativ schnell das zusammenpullen, die Sachen looten, die droppen ganz gut und dann quasi eure Schlachtausrüstung damit herstellen mit diesen 3 Items. Die droppen von allen Mobs hier, also ihr müsst da keine bestimmten töten, einfach viele zusammenziehen, umhauen, Sachen looten. So, ihr habt die 3 Items gekriegt, habt es zusammengefügt, dann habt ihr hier diese Schlachtrüstung. Die könnt ihr jetzt wiederum benutzen. Und hab dann eine halbe Stunde einen Buff drauf und jetzt sind wir der Kämpfer von Nukut. Und jetzt müssen wir zur Ausbildungsmeisterin Turasa gehen. Die findet man hier oben, Koordinaten 34, 34 ist die. Und ja, mit ihr müssen wir jetzt reden. Und dann müssen wir den Übungsparcours abschließen. Und ich habe ihn ehrlich gesagt auch noch nicht gemacht, also wir werden uns das mal gemeinsam anschauen. So, was muss ich jetzt machen? Okay, ich reite und da haben wir einen Speer. Okay, was muss ich mit dem Speer machen? Ah, da muss ich reinwerfen. Okay, jetzt habe ich hier einen Extra-Button. Kann ich damit jetzt machen? Ah, da ist eine Barrikade. Okay, die Barrikade habe ich eingerissen. Jetzt habe ich eine Axt wieder als Extra-Waffe. Ach, hätte ich das da reinschmeißen müssen? Ich glaube ja. Also ihr seht mich jetzt gerade wahrscheinlich versagen am Übungsparcours, aber wir schauen uns das jetzt mal zusammen an. Okay, was haben wir jetzt? Okay. Ich habe einfach nur den Button gedrückt und es läuft so um die Pfähle rum. Okay. Mal schauen, ob das fürs Achievement reicht. Ich glaube, das mit der Axt haben wir verkackt. Ich vermute, muss einfach immer den Extra-Button drücken, sobald er aufploppt. Also, wenn ihr da eine Taste gebindet habt, dann ist das nicht schlecht. Ich habe da irgendwie ganz unten in der Tastatur was gebindet, was nicht so wirklich sinnig gebindet ist. Okay, hier müssen wir springen. Und ihr habt gesehen, ich habe jetzt nicht alles optimal gespielt. Anscheinend hätte ich da hinten auch noch eine Axt drauf werfen müssen. Aber das ist so eine eher so eine Teilnehmerurkunde als eine Siegesurkunde. Wir haben das Achievement trotzdem gekriegt, also ihr seht, viel leisten müsst ihr nicht. Der Anführungszeichen schwierige Teil scheint einfach zu sein, das Zeug zusammenzufarmen, aber wie gesagt, wenn die Inventarstürme sind, sind hier so viele Gegner, oder Gegner sage ich, so viele Leute, die das Zeug zusammenpullen, dass das easy ist. Übrigens, während ihr den Buff drauf habt, sind die alle mit euch verbündet. Seht ihr das hier? Ist auch mal ganz angenehm und ja, sobald ihr hier wieder weiter töten wollt, klickt euch das Ding wieder weg und dann könnt ihr wieder weiter loslegen. Fürs Achievement war es das jetzt tatsächlich. Ist eine relativ schnelle Angelegenheit. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Videoguide wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.